Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS22 auf der Landkreis Rostock. So, wir fahren mit diesem Stuhl jetzt erstmal Dünger holen, würde ich sagen. Halt, Bank rein, let's go. Dünger, nicht Kalk holen, so rum. Der Schuh draus. Nochmal neu kalibrieren. So, jetzt passt das. Denn das jetzt im Bodenwelle. Was steckt man? Ist denn das jetzt? Spackt hier wieder der Sensor rum oder was? Das will ich doch mal noch mal anderes Geld ausgeben für Original-Headswagen. Das ist jetzt so in Preiswerter. Knappe 100 gekostet, das was ich jetzt habe, das System, aber die Software scheint nicht ganz zu passen. Und hier die Sensoren sind nicht das Gelbe von mir, habe schon Eindruck. Das ist kein richtiger Track, das ist nicht das originale Track IA. Ist so, naja. Nenn es mal Billo China. Ob es jetzt erfüllt seinen Zweck, weil der originale Track IA, von dem die Software ist, der ist, naja, etwas teurer gewesen. Und der war gerade im Angebot und hab da eigentlich keinen Unterschied feststellen können. Aber jetzt kommt da manchmal ein Stänger ein bisschen rum. Den Eindruck macht es manchmal. Hoppala. Und ranscrollen. Ganz drunter oder was? Ja, wieder full. Müssen wir aber mal waschen. Alles. Weil so kann ich nicht zum Händler fahren mit der Traction-Karre. Der erschlägt mich, weil ich will meine Sämaschine tauschen. Macht sie zwar vorher noch leer bei mir am Hof alles. Aber ich möchte sie gern tauschen. Weil dank des neuen DLCs gibt es schöne Sämaschinen, die mir gefallen persönlich. Muss ich sagen. Und da ja mit der gestrigen Folge halt noch nichts DLC da war bei mir, dem Aufnahmezeitpunkt muss ich sagen. Aber bei Steam ist es immer so. Knappe 12 Stunden später, wie scheint, nach mitteleuropäischer Zeit das veröffentlicht. Ich vermute mal, dass die der Hauptstandort von Steam irgendwo dort überlegen Westküste ist. Vermute ich mal. Ich glaube, bis hier bis Amerika rüber sind 6 Stunden Zeitunterschied. Und von Ostküste nach Westküste noch mal 6 Stunden. Das sind 12 Stunden, nämlich halbwegs hinkommen. Weil wenn scheint, dass sagen wir 0 Uhr raushaut, habe ich es erst so am Release-Tag 12 Uhr. Ich habe halt über Steam den Season Pass, aber da ich über Steam ein bisschen günstiger gekommen bin als bei scheint direkt,
Ist mir egal, ob ein paar Stunden länger warten muss. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Und mich stört's unsonderlich. Also ich wollte erstmal mulchen haben. So rum war der Schuh. Wollte noch gar nicht. Ging's nur um Säemaschine tauschen und Mulcher tauschen. Muss ich bloß gucken, ich habe jetzt den 920er. Da muss ich jetzt dann bloß gucken, ob das so passt von der PS-Zahl 6 Mulcher und Co. Gibt es ja auch neue Geräte und bessere und größere Arbeitsbreite. Aber bloß ein 6 Meter Mulcher. Oha, hier bohrt ja irgendwo jemand. Dann bloß hoffen und beten, dass er nicht so laut ist. So, ich muss da mal gucken, jetzt bei meinen Viechern, überhaupt noch Futter haben. Futter ist noch drin. 100%. Ah, muss ich bei Gelegenheit nachfüllen. Und ich habe erst eine Palette, das passt noch. So, aber apropos Futter, kann man gleich mal nachfüllen. Wenn ich einmal hier bin, brauche ich noch so einen kleinen Hofschlepper. Kalk will ich nicht. Oh. Dass hier alles reingeht. Weizen. Auch mal eine andere Anzeige, ja. Jetzt, 14.000 Liter zeigt mir gar nicht an. Kann aber jetzt daran liegen, nur zeigt das von anderen 6%, weil auch keine Literzahl. Ach ja. Haben. Ja. Mal kurz hier rumfahren. Ja. Oh, falsche Taste, ich wollte die andere haben. Wollte ich haben. Und das machst du mal hier stehen. Jetzt den Mulcher.
Im Tausch nehme ich gegen ein bisschen mehr Arbeitsbreite. Wasser nehme ich da hinten. Ich muss noch was, ich muss noch was gucken kurz. Ach, Straßenkunde geht. Oh, die kann ich nicht verkaufen. Mist. Nicht abweisen. Krieg ich nie raus. Ich muss schon mit dem GE entfernen. Schade. Die kriege ich leider nicht raus. Ich gucke, wenn ich die Hallen dann nebeneinander setze, dass das so passt. Aber sollte ich hinkriegen. So. Ich wollte eigentlich waschen, aber egal. Warum ist so keimig das hoch? Machen wir halt nur einen Transit, aber wir machen Gerätetausch. Also bohren kann der nie. Klingt jedenfalls wie ein Schnitt. Wie gewollt und nie gekonnt. So, die lebt. Muss schon mal die Tabelle. Die Tabelle rausholen, aus wird heute nicht mehr. Wechsel sieht mit 24 Metern. Wieder schon auf der gestrigen Folge der Galgenberg gemacht. Angefangen hatte ich vorgestern schon und gestern habe ich es fertig gemacht, oder? So, jetzt muss ich gucken, ob ich eventuell auch ein Upgrade brauche für den Mulcher. Was gucke ich gleich alles durch, wenn ich da bin. Weil er eigentlich bloß hinterhergezogen ist. Hat zwar knappe 3 Meter Arbeitsbreite mehr, wenn ich den richtigen Kopf habe. Über 8,90 war der. Kann es sein, dass er schon nicht groß irgendwas mehr brauche, aber wir gucken erst mal, bevor wir jetzt. So, ich habe jetzt du hast 25 PS. So, jetzt brauche ich Borsch, und zwar Mulcher. Den, da haben wir es auch hier. Boah, der reicht dicke. Muss ja nicht den hier machen. Selbst der würde ich kriegen, auch schnell erstmal den hier. Für 35k. Unser Zusatzgewicht. Ja, machen wir dran. Ändert sich da im Zusatzgewicht. Dann damit. So, Kennzeichen. Immer. Und wie ist denn das, was ich dran habe? Ich glaube, der hat gar kein Kennzeichen, das Ding. So. Verkaufen wir. So, jetzt kaufen wir nochmal neu einen Mulcher. So. Und zwar
1, 2, 3, 4. Nee, passt so. Okay. Und auf. Oh, ist ein bisschen teurer, aber nicht so schlimm. Der Maschine wird auch noch mal ein bisschen ins Geld gehen. Aber wir haben fast 3 Meter mehr Arbeitsbreite. Das ist eins aus den Geräten aus dem DLC, das ist der Ort. Sämaschine, wenn ich was gucken. Brauchen die normale Sätechnik. Das war ja die hier, mein Favorit. Saatgut 4000. 4-4. Saatgut 5000. 5-4. Und 2 und 3. O4 und 3. Das wäre die hier, brauche ich 200 PS, hat der dicke. Bohrreißer machen wir ja, die brauche ich. Die Schläuche irgendwie anders. Hier hinten das Ding da ist, da kommt da drauf. Kosten mich 122, naja. Ist nur mal so. Aber das wäre hier die Optimop-Maschine. Das haben wir die ganze Zeit vergeudet hier mit. Gucken wir mal, wie der Mulcher arbeitet, wie der Mulcher mulcht. Da hinten ist das Kennzeichen, würde ich sagen, wir brauchen da ein Kennzeichen. Oder wo hat er das Kennzeichen? Aber so das Mulchen werden wir wohl erst in der nächsten Folge sehen. Die nächste Folge nehme ich nächsten Tag, sage ich also. Ich habe ja keinen frei, ich mache dann ja wieder mal schön nach der Arbeit. Die freien Tage sind schon wieder Geschichte. Irgendwie kommt jetzt raus, wenn mich nicht alles täuscht, am 31. letzten Tag. Und da gehe ich bei mir nicht wirklich schon wieder. Zeit verfliegt, meine Fresse. Mal gucken, ob wir noch anfangen können. Die Minute haben wir noch. Laut meinem Stream Deck Timer. So, machen wir mal die X-Klappe auf. Schicke Animation, muss man sagen. Senken wir ab zum Mulchen. Stiebend jetzt wie Hubatz, aber macht seine Arbeit. Und um einiges breiter wie der andere. Auch noch halbfache von der höheren Arbeitsbreite. Kann man sagen, welches Ding müsste ich abziehen in der drei Teile. Und ich esse Teil abziehen circa knapp 10 cm fehlen dafür. Das ist ja nur Ergebniskosmetik, würde ich sagen.
So, da sind wir auch schon wieder am folgenden Datum. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.